Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Torah, heute Mitzvah 258, ein Verbot zu betrügen in Mass. Es geht nicht jetzt um Räuber oder Ganev, Dieb, Klauen, Stehlen. Hier geht es ein paar Gesetze, dass Menschen in Geschäft, in Handeln, müssen anständig sein. Und Mass oder Gewicht oder Länge muss genau sein, so wie es sein soll. Und so steht geschrieben in die Torah, Kapitel 19, Pasuk 35. Tut nicht Unrecht im Gericht, im langen Maß, im Gewicht und im Hohlmaß. Was will hier die Torah sagen? Die Torah will, soll sein in dieser Welt alles fair. Und ich will nur sagen, dass diese Verbote spielt keine Rolle, wer kauft bei dir und an wem verkaufst du, ob du bist, das ist ein Jid, ein Goy, ein Götzediener. Wenn einer kommt zu dir, musst du anständig sein. Und es ist schlimmer als Arayot, als Inzicht, weil das ist Gesetz zwischen dir und Gott. Aber Betrügen in Mass zwischen Menschen, das ist sehr schlimm und darüber wollen wir heute ein bisschen lernen. Die Torah erwartet von den Juden zu achten eine richtige Achtsamkeit auf dem genauen Gewicht und Maß an alles am Leben. Wenn du verkaufst 5 Meter Stoff, 5 Meter und 10 cm, nicht 5 Meter und 10 cm wenig. Nicht beim Bier mehr Schaum oder beim Öl oder bei anderen Sachen oder gefrorene Gewicht und wenig Ware, wenig Flüssigkeiten. Wenn man messt die Erde, nicht machen Tricks in verschiedene archimedischen, geometrischen Probleme, soll man nicht messen Winter oder Sommer mit einem anderen Seil. Und wenn einer rechnet, auch Geld, soll er richtig rechnen, soll er nicht machen Runden, meistens nach oben. Wenn ein Mensch hat betrogen, in Maß, in Gewicht, in Länge, soll er zurückgeben. Die Sache ist die, Recht und Gerechtigkeit in die Welt, in Handeln, das ist die richtige kulturelle Welt. Es gibt so in Israel so eine Sendung, Yatzata Tzadik. Man prüft Handwerker, Mechaniker, Kühlschrank, verschiedene Leute und man sieht, ob sie sagen die Wahrheit und nehmen auch faire Preis in Maß, in Gewicht, in das, was man braucht. Wenn Menschen einen betrügen, einer dem anderen in Gewicht, legen den Finger auf dem Gewicht oder machen verschiedene Tricks in dem Gewicht, noch einen Stein bei der Seite von dem Kunde. Es gibt eine ganze Reihe, fragen Sie Leute in die Market und jeder, es soll niemand kommen zum Versuchung und zum geprüft werden, jeder ist. Dieses Verbot, was steht in diesem Psukim, hat keine Grenze, ob das ist eine große Sache oder es geht um Pistazien oder Wurst. Und er zeigt dir eine Scheibe und nimmt die Scheibe zurück. Und dem Gewicht gibt er dir mehr. Wenn eine ist unehrlich, ein Betrüger in falschem Maß und in Gewicht, das ist eine, der gegen Gott ist, gegen die ganze Torah,
Er kann nicht sagen, ich diene Gott, und in Tatsache betrügt der Menschen Ebenbild Gottes mit dem Maß. Gott hat gegeben in diese Welt alles Maß. Ein Kilo, ein Liter, ein Meter. Also es muss genau sein und nicht weniger und zum deinen Gunsten. Wenn du willst geben dem Kunde ein bisschen mehr, schön, musst du nicht, aber Minimum das, was hast du ihm in dementsprechend versprochen. Du kannst nicht jemand anbieten Holz für Bibliothek von Mahagoni, von Kirschen, und du gibst dem Sibit, ein billige, du stupst etwas in dem Holz, in dem Maß, keine Ahnung, es gibt sehr, sehr viele Betrügers, dass sie machen in dem Holz nur eine Seite und nicht von der anderen Seite, tausend Sachen. Was steckt dahinter? Unsere Tradition, unsere Glaube weist Feststellung. Hashem hat schon am Rosh Hashanah, am Anfang von Jahr, deine Budget, deine Anteil von Parnasse schon entschieden, schon gestempelt. Wie hat gesagt mein Rebbe? Ein Mensch wird nicht gewinnen ein Pfennig, ein Cent mehr als das, was der Ribbono shel Olam hat ihm schon zugestimmt im Himmel. Du kannst niemand betrügen, du narrst nur dir selbst. Du kannst nicht mehr gewinnen. Ja, ihr werdet sagen, ja, aber gibt's doch Leute, sie legen in die Eier ein Ei weniger oder andere Nummer von Eier oder andere Früchte, andere Qualität. Hör mal zu. Man kann nicht lange Zeit Ganev sein. Ich zitiere euch ein Zitat von Rav Epstein. Wenn einer betrügt in Maß, in Gewicht, in Länge, außer die Strafe, dass Hashem wird ihm ganz richtig bestrafen in Olam Abba, in Olam Emet, in dem kommenden Welt, in dieser Welt, er wird nicht erfolgreich sein. Wenn einer sich anstrengt, um ehrlich zu sein und anständig, am Anfang sieht er aus, dass er hat einen Mangel, auf dem langfristig, er wird reich sein, zufrieden sein, und wenn einer will ein Segen in alles, was er tut, mit seiner Frau, mit den Kindern, mit Gesund, mit Parnasse, mit Naches, soll er seine Geschäfte ehrlich, anständig, menschlich machen. Du kannst verlangen mehr Geld, du kannst sagen, ja, mein Preis ist teuer, aber das ist meine Qualität. Ein Mensch hat nicht lieb zu fühlen, das hat man ihm betrogen. Das hat man viel bezahlt und wenig bekommt. Du kannst für gute Qualität viel verlangen, hast du dein Recht, aber nicht betrügen dem anderen. Das, was hast du angeboten, diese Diamant, diesen Geld, diesen Uhr, diesen Qualität, ja, alles hat seinen Preis. Und du hast dein Recht für deine Arbeit, für deine Ware zu nehmen. Aber du sollst nicht betrügen und etwas anbieten und dem anderen was anderes nehmen. Deshalb, diesen Verbot ist zu wissen, dass Am Israel insbesondere, es muss wissen, wir waren alle Sklaven in Mitzrayim. Und Freiheit bedeutet Recht und Gerechtigkeit, Gesetze und faire Geschäfte zu machen. Andersrum als Anarchie und kaputtes Land. Soll ein Mensch nicht alleine entscheiden, was soll er machen. Das heißt, ein Mensch soll das tun, was die Tora ihm verlangt. Und interessant, ihr werdet jetzt gut zuhören, was ich sage. Als der Mensch kommt in den Himmel, nach seinem Tod, wissen Sie, was ist die erste Frage, die man ihm stellt? Nasata venatata beemuna. Hast du richtig, koscher, fair, rein gehandelt in dein Leben? Ja oder nicht? Und wer will schon in der ersten Frage schon fallen? Kommen später noch Fragen. Aber die erste Frage, was man stellt einem Menschen in Himmel, Nasata venatata beemuna, ob der Mensch hat, wenn ein Mensch war zwischen Menschen, ein Ganev, ein Gauner, ein Betrüger, ein Gaslen, einer, der falsch verkauft 700 Gramm anstatt Kilo, betrügt, legt Ablaufdatum, friert die Sachen noch einmal. Die alle, die das tun, sollen sie nicht denken, dass sie werden reich sein jetzt. Vielleicht eure Kasse funktioniert.
יש דין ויש דיין. Es gibt ein Gericht und es gibt einen Richter. Pass auf, jeder soll auf sich aufpassen, das zu tun, was Hashem von ihm will. Meter ist Meter, Kilo ist Kilo, Liter ist Liter, Qualität ist Qualität und es gibt keine Monkey-Business, keine betrügerische Sachen in diesem Bereich. Shkoyach.